Guck dir mal den riesen Brummer da hinten an. Ey, das ist so krass, Alter. Und das ist einfach ein Schiff. Ich verstehe das einfach nicht. Weißt du, und dann so viele hunderte Tonnen oder tausend Tonnen bestimmt schon. Weißt du, die sind dann auf dem Meer, also können einfach jetzt da... Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass das nicht untergeht und so. Voll geil, oder? Ne, denn? Ja, die sind jetzt auch die anderen. Aber dieses Schiff da hinten ist nicht zu toppen. Was denn? Das da? Ne, auf keinen das Fall. Krank. Ich habe noch nie gesehen sowas. Ohne Scheiß, das ist bestimmt 400-500 Meter lang. Ja. Wenn du da vom einen Ende zum anderen willst, dann bist du ja einen Tag unterwegs. Ja. Muscheln oder was ist das, ne? Guck mal, wie das da drin hängt, Alter. Und guck mal, die Leiter, man weiß genau, bis wo das Wasser immer geht und dann darunter ist alles versaut. Ich finde das so geil. Und jetzt geht das Wasser gleich wieder nach oben, ne? Wenn die das wieder zumachen, ja. So krass. Wo ist ein? Ach, da. Jetzt ja. Echt geil aus. Mhm. Aber ich habe keine Zeit, da reinzugehen, mich in den Fliegestuhl zu chillen und Sandburgen anzugucken. Nein. Sieht zwar schön aus, aber nein. Wollte ich gerade sagen. Ja, steht einfach nur Sand. Ja, aber. Wir wissen ja alle, dass hier Sand ist, ne? Ha, ha, ha. Könnt ihr noch ein bisschen. Oh, siehst du das Schild? Ja, ja. Voll krass. Voll krass. Ich weiß nicht, ob man das da sieht. Da ist die Schraube. Und da hat irgendeiner drauf gekackt. Auch hiervon hätte ich auch gerne eine. Das ist ja nicht dumm sein, einfach irgendwas haben wir falsch gemacht. Obwohl der so, weiß ich nicht, so, lass das mal so 5 Meter sein. Und hier sieht das aus, als wäre der so 3 Kilometer. Das ist aber für vorne schwimmen. Wo, da hinten? Ja. Was sieht man das überhaupt? Weiß ich nicht, aber ich sehe es. Ich meine in der Kamera. Ja, da hinten irgendwo. Und da, aber bei der da waren wir gestern. Also irgendwo, da ist eine Boje. Und ich kann schon wieder nicht stehen. Komm
das liegt an der Ebbe. Auf jeden Fall waren wir da hinten gestern. Und boah, wenn ich schon überlege, dass ich jetzt nicht mehr stehen kann. Oh, guck mal, die haben einen pinken Flamingo. Oh, geil. Das haben wir gerade gesagt. Unfall! Unfall auf der A-Nordsee! A-Nordsee! Hat er gerade gerufen, Würstchen ist fertig! Ja, ich film immer noch! Hi, mein Schatz. Hallo. Moment, du musst auch noch Kamera fertig machen. So jetzt. Okay, das sieht echt aus, als hätte ich einen Sonnenbrand. Hast du aber nicht. Nee, das ist es ja. Das sieht alles nur so rot aus, aber ich bin mega braun irgendwie. Ich habe heute noch gar nicht richtig Hallo gesagt. Und dass ich gestern, also dass ich unter dem anderen Vlog viele beschwert haben, dass wir nicht den Vlog richtig begonnen haben. Ich habe das irgendwie total vergessen. Einfach nur, weil ich dran gedacht habe, dass wir ja dann ab dem Tag wieder vloggen. Und ja, keine Ahnung. So ist das halt. Im Eifer des Gefechts. Es hat sich sowieso immer irgendeiner was zu kamellen. Auf jeden Fall haben wir heute nicht so krass viel gemacht. Außerdem sieht das genauso aus wie gestern, wo wir hier saßen. Aber ja, wir haben heute eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben zusammen gefrühstückt und wir haben ein bisschen noch eingekauft für heute fürs Essen. Wir brauchten noch Kartoffeln, denn heute gab es Kartoffeln mit Fisch und Salat. Und dann haben wir ein bisschen was gekauft, weil morgen habe ich ja Geburtstag und morgen grillen wir. Und meine Haare, die gehen immer noch, aber ich gehe nachher duschen. Ja. Ja. Ich muss meinen Haaren Pflege gönnen. Was tust du da? Ich mache Sand für meinen Beinen. Achso. Ja, und auf jeden Fall nach dem Einkaufen, beziehungsweise vor dem Einkaufen, waren wir noch in Ostende. Da sind wir auf dem Fischmarkt gewesen und sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und ja, nach dem Einkaufen haben wir dann zusammen gekocht und gegessen. Und jetzt sind wir natürlich seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Stunden? Ich glaube, seit 2 Stunden ungefähr. Ja. Hier am Strand. Wir waren schwimmen, aber dann haben wir eine Qualle gesehen. Die ganze Zeit war voll gut. Jetzt haben wir eine Qualle gesehen und dann sind wir raus. Und dann habe ich Hunger. Also dann fahren wir gleich mal, ne? Nein, ich habe Hunger. Was hast du gesagt? Ja, dann braucht ihr halt die Umzuziehung, weil der Titel noch... Was? Was? Was?